Der Podcast der starken Region Murramurtag zur Bildungs- und Berufsorientierung. Ja, die regen einen dann auch immer selber zum Nachdenken an, okay, wie kann ich jetzt dieses Interesse der Kinder fördern, und das fordert dann auch immer selber heraus. Es gibt ganz viele schöne Momente, ich sage mal so, und die Arbeit mit Kindern ist natürlich primär das Schönste. Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe der starken Bildungsregion Murramurtal. Wir nehmen hier in den Studios von der Werbeagentur Mediadom in Neumarkt auf. Mein Name ist Christoph Buchecker, ich darf das Ganze moderieren. Initiiert und koordiniert wird die gesamte Reihe vom Regionalmanagement Murramurtal, gefördert vom Land Steiermark, der Fachabteilung Gesellschaft A6. Worum geht es in diesem Podcast? Durch die Vorstellung verschiedener Träger wie das Arbeitsmarktservice, Schulen oder der Arbeiterkammer sollen Menschen über deren Tätigkeit, Aufgabenfelder informiert werden, welche Möglichkeiten es gibt in der Region Murramurtal, ganz einfach gesagt. Im zweiten Teil kommen dann Personen dazu, die vielleicht nicht den klassischen Bildungsweg gemacht haben oder gewählt haben, die eine besondere Ausbildung gemacht haben oder eben genau diesen klassischen. Und genau das erzählen sie uns. Es geht ein bisschen um Erfahrungsberichte sozusagen. Wir diskutieren über Höhen und Tiefen im schulischen wie im beruflichen, in der beruflichen Bildung auch, warum Bildung wirkt, warum es wichtig ist, sich stetig weiterzubilden und was für einen Karriereweg oder für einen Berufsweg generell wichtig ist. Wir nehmen teil an den Aufnahmen, das ist im Grunde das, kurz gesagt, das BBO-Netzwerk, das Bildungs- und Berufsorientierungsnetzwerk der starken Bildungsregion Murramurtal. Heute bei uns zu Gast die BAföG Judenburg, vertreten durch Frau Andrea Sorgmann. Sie ist Absolventin und mittlerweile Lehrerin an der BAföG. Und mit uns dabei die Schulsprecherin Vanessa Meinhardt und Schüler Thomas Grober. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Danke. Liebe Andrea, ich möchte mit dir bitte beginnen, wenn du dich kurz vorstellst und vielleicht auch die BAföG. Was steht dahinter, hinter diesen Buchstaben? Die Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik, kurz gefasst BAFE, ist eine Ausbildung für junge Schülerinnen und Schüler, die Kindergartenpädagogin, also jetzt Elementarpädagogin im Kindergarten werden möchten. Diese Ausbildung ist nicht nur für junge Schüler da, sondern auch für Erwachsene, die bereits eine Matura haben, mit dem Kodex möglich. Meine Ausbildung hat fast 30 Jahren begonnen. Da habe ich die BAföG begonnen und die Ausbildung gemacht. Anschließend habe ich dann die Sonderkindergartenpädagogik-Ausbildung weitergemacht und konnte auch daneben also arbeiten im Bereich Elementarpädagogik, war dann als Kursleiterin tätig, konnte mit meiner Ausbildung auch für die frühe sprachliche Förderung arbeiten. Schließlich habe ich einen Kindergarten geleitet, aufgebaut und mit dem MINT-Schwerpunkt, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, und habe daneben das neue Studium, das erst 2018 begonnen hat, Elementarpädagogin an der BHSD begonnen, und nun darf ich unsere jungen Schüler und Schülerinnen und unsere Erwachsenen im Kolleg begleiten und ausbilden. Von der Schülerin direkt ins Berufsleben, dann wieder zurück, genau, auf die Schulbank oder Studienbank. Genau. Und jetzt darfst du dein Wissen weitergeben an die jungen Menschen, so wie die zwei, die wir heute da haben, die Vanessa und den Thomas. Du hast schon gesagt, das Kolleg berufsbegleitend. Ja. Das heißt, wenn man sich jetzt auch erst ein bisschen später, sagen wir mal, dazu entschließt, in diese Elementarpädagogik, also Elementarpädagogik vielleicht jetzt nicht jedem so durch den geläufige Begriff. Ja, stimmt. Das ist Kindergartenalter, das fängt an von 0 weg bis 6 Jahren. Also wir begleiten Kinder in der Krippe von wirklich teilweise 5 Monate weg bis hin zu Schulanfängern mit 6 Jahren. Das heißt, das Spektrum ist natürlich sehr breit. Was jetzt die Wünsche, die Bedürfnisse, Wünsche ist ja vielleicht ein bisschen viel gesagt,
bei wenigen Monaten erkannt Kindern, aber die Bedürfnisse von sehr kleinen Kindern bis zu Schulanfängern, die fit gemacht werden sollen für den Schulalltag. Du hast abgeschlossen die BAföG in Junberg. Kommst du aus unserer wunderschönen Region? Ja, genau. Ich stamme aus Knittelfeld, direkt aus Knittelfeld, und habe in Junberg diese Möglichkeit bekommen, diese Ausbildung zu machen. Das war vor 30 Jahren. Weil der Schüler jetzt im normalen Schulalltag beginnen, so nach dem Pflichtschulalter, also der 8. Schulstufe, also im 9. Schuljahr sozusagen, ist dann mit Matura? Mit Matura. Mit der Matura können Sie jedes Studium weiter besuchen, teilweise mit Auflagen, aber auch teilweise wird das anerkannt für Lehramtsstudium, zum Beispiel Privatstufe oder Sekundarstufe, dass Sie einfach schon Praktika angerechnet bekommen. Und das ist eine ganz gute Vorbildung auch für solche Studienrichtungen. Wobei wir ganz, ganz viele Schülerinnen haben, die wirklich in den Beruf gehen, weil einfach der Beruf sehr lebenswert und gewinnbringend ist, für sich selbst sehr gewinnbringend ist. Gewinnbringend, aber was war für dich so gewinnbringend, dass du gesagt hast, du möchtest in diese Elementarpädagogik gehen? Dein erstes Ziel, nehme ich an, war wirklich selbst im Kindergarten die Kinder zu betreuen. Genau. Nicht nur zu betreuen, sondern auch zu bilden. Wir sind die erste wichtigste Einrichtung für die Bildung. Gerade in den letzten Jahren hat man das wissenschaftlich immer wieder überprüfen können, dass gerade das Zeitalter von 0 bis 6 Jahren so prägend für die weitere Schulbildung ist, dass man manche Dinge gar nicht mehr aufholen kann in der Schulzeit oder nur schwer aufholbar sind. Und darum ist gerade der Elementarpädagogikbereich einer der ersten und wichtigsten Aufgaben. Die frühkindliche Prägung, wird sie auch genannt. Das heißt, du wolltest genau deswegen, um den Kindern das mitgeben zu können, in den Kindergarten. Wie war deine Zeit wirklich in der Praxis im Kindergarten? Was war für dich da das Schönste? Es ist sehr schön, wenn man die Kinder beobachten kann, sehen kann, wo stehen die Kinder, was brauchen die Kinder, was interessiert die Kinder, und wir haben die Möglichkeit, darauf zu reagieren, jedes einzelne Kind bewusst wahrzunehmen und sie auf ihren Weg zu begleiten. Jedes einzelne Kind hat andere Bedürfnisse, braucht etwas anderes, und wir haben einfach die Möglichkeit, und sie sind gut ausgebildet, dass wir dieses Kind begleiten können, damit es gut wachsen kann. Mit der Ausbildung an der BAföG kann man dann auch schon wirklich einen Kindergarten leiten, so wie du es gemacht hast, und aufbauen? Braucht man noch Sonderausbildungen? Also für die Leitung sollte man 3 Jahre schon als gruppenführende Pädagogin gearbeitet haben. Man kann sofort eine Gruppe übernehmen. Dann hat man verschiedene Jahre Erfahrung, dann kann man als Leitung. Als Leitung kann man auch weiter studieren und dann noch einmal ein Stück weitergehen, auch in die Bereichsleitung ist es möglich. Man kann in die Fachaufsicht dann weitergehen. Es gibt Zusatzausbildungen wie Sonderkindergartenpädagogin, das kann man auch machen. Dann ist man im IZB, das heißt integrative Zusatzbetreuung. Diese Pädagoginnen fahren in die Kindergärteneinrichtungen und betreuen Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich auch für die frühe sprachliche Förderung weiterbildet. Das heißt, Elementarpädagoginnen haben die Möglichkeit, mit einer Zusatzausbildung in die Kindergärten hineinzugehen und dort Kinder, die sich bei der Sprachentwicklung schwerer tun, zu unterstützen und zu begleiten. Das ist ein sehr interessantes Thema. Jetzt möchte ich auf unsere 2 weiteren Gäste zu sprechen kommen. Die Vanessa Meinhardt, sie ist Schulsprecherin der BAföG Junberg, und den Thomas Gruber. Auch an euch zusammen ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich weiß jetzt nicht, wer möchte von euch beginnen? Ich möchte mal als erstes wissen, wie war eure Entscheidung, um diese Elementarpädagogik generell zu gehen? Warum habt ihr euch dann für die BAföG Junberg entschieden? Ja, ich würde sagen, ich habe so ziemlich den klassischen Weg gehabt. Meine Schwester ist vor mir in die Schule gegangen, dadurch kannte ich die Schule. Und ich bin mit dem Grundgedanken in die Schule gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will Lehrer werden in einer höheren Schulstufe dann.
Und ja, da man schon gute Erfahrungen in der BAföG, vor allem was in den Bereich Didaktik oder Pädagogik angeht, sammeln kann, war das meine Überlegung. Der Überlegung ganz klar, du möchtest später jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt im Kindergarten sein, sondern Volksschule, Hauptschule oder Oberstufe. Ja. Steht das schon fest? Ja, die Idee war vor allem Oberstufenlehrer zu werden. Das heißt, du nimmst jetzt da dieses pädagogische Grundwissen, was du jetzt schon mitbekommst in der Schule, natürlich mit rein ins Studium dann später. Wie alt bist du? Ja. Ich bin 17 Jahre. Ja. 17 Jahre, das heißt, du hast jetzt noch wie lange vor dir in der Schule? Ich bin jetzt in der 4. Klasse und nächstes Jahr kommt die Matura. Nächstes Jahr in der 5-Jährigen, also ein Jahr noch. Vanessa, wie sieht es bei dir aus? Warum hast du dich entschieden? Für mich war schon immer klar, dass ich im Bereich mit Kindern gerne arbeiten möchte. Bereits in der Volksschule war mir das schon bewusst. In der Hauptschule hatten wir dann die berufspraktischen Tage. Da habe ich mich entschlossen, 3 Tage in den Kindergarten zu schnuppern und 2 Tage in die Volksschule. Und da war mir dann klar, ich möchte mit Kindern arbeiten. Und dann habe ich mich informiert und dann kam die BAföG Judenburg für mich in Frage. Und es ist noch immer diese Schule, die ich immer wieder besuchen werde, da es für mich einfach mein Weg ist und dieser Weg passt mir. Also es ist sehr wertvoll, vor allem mit die Arbeit mit den Kindern. Und, ja. Du hast schon immer gewusst, das ist nicht bei jedem so der Fall. Wie kann man junge Menschen unterstützen, die vielleicht noch nicht so ganz sicher sind? Wie sind da eure Erfahrungen? Du hast auch schon gesagt, bei dir ist es relativ klar gewesen, wird bei allen Kollegen so gewesen sein in der Schule, oder? Dass die gleich gewusst haben. Ich würde jetzt nicht, also es war nicht relativ klar, ich hatte bis zur 3. Klasse Unterstufe noch ganz andere Vorstellungen. Dann in der 4. Klasse hat sich das dann so entwickelt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte vielleicht Lehrer werden. Es hat sich mittlerweile auch schon ein bisschen verändert, aber ich bin auch ein sehr musikalischer Mensch. Vor allem privat spiele ich auch in einer Band und das Musikalische ist auch ein Schwerpunkt an unserer Schule, weil man hat unter anderem die ersten 2 Jahre Gitarrenunterricht und ab der 3. Klasse kann man sich dann eben entscheiden, ob Flöte oder Gitarre. Und auch in diesem Bereich bin ich sehr unterstützt worden und ja, überlege auch vielleicht in diese Richtung etwas weiterzumachen, in der musikalischen Richtung. Jetzt sehe ich gerade, das musikalische Zeichen hängt da um den Hals. Ja, genau. Die Noten, du sprichst es an, also Musik ist ein großer Teil in der Elementarpädagogik, kann man das so sagen, gerade Kindern spielerisch, musikalisch Dinge beizubringen. Genau. Was muss man da als Anwärter Angst haben, was muss man können? Oder man bekommt alles mit in der Schule. Genau. Also die jungen Schüler und Schülerinnen brauchen noch kein Instrument lernen oder zuvor können, sondern sie lernen das bei uns an der Schule. Und diese Schule ist einfach Persönlichkeitsbildung. Es ist sehr kreativ, diese Schule. Die Schüler und Schülerinnen lernen auch Selbstbewusstsein. Sie lernen die Verantwortung von 25 Kindern zu übernehmen. Sie lernen, wie begleite ich Kinder. Und das macht das einfach so schön, diese Ausbildung. Das heißt, gerade auch für kreative Köpfe, wie du es bist, Thomas, ist das die perfekte Schule sozusagen, wenn man sehr viel zu ausleben kann. Genau. Ja, wir sind offen, wir sind sehr sozial, wir wollen da andere begleiten in ihren Weg und wir sind kreativ. Vor allem eben wegen unseren Kreativfächern, also Zeichnen, Textiles, Gestalten oder auch technisches Werken. Das sind dann immer so der Ausgleich zwischen den anderen Unterrichtsstunden und das ist wirklich sehr wichtig. So gestaltet sich so ein Schulalltag bei euch sehr abwechslungsreich. Genau. Ab wann oder wann kommen die Schüler so das erste Mal mit den jungen Kindern in Berührung? Bereits in der 1. Klasse. Bereits in der 1. Genau. Klasse gibt es eigene
wirkliche Praxistage oder wie läuft das ab? Es gibt Praxisstunden, Sie haben wöchentliche Stunden, in der ersten Klasse sind das 3 Stunden pro Woche, das wird dann aufgebaut. Bis zum Schluss sind dann 5 Stunden pro Woche, dass die Schüler und Schülerinnen in der Praxis stehen, direkt in den Kindergarten, direkt in Kontakt mit den Kindern. Am Beginn ist es einfach, sie lesen einmal ein Bilderbuch vor, sie spielen ein didaktisches Spiel mit den Kindern. Das wird dann aufbauend gestaltet, bis sie dann wirkliche Projekte starten mit den Kindern, bis sie eine Gruppe führen können, den Überblick haben, die Verantwortung für eine ganze Gruppe, was möchte ich den ganzen Tag mit den Kindern machen. Das ist nicht einfach nur, man geht in die Gruppe hinein, sondern es sind viele Vorbereitungen, viele Überlegungen. Wir sollen jedes einzelne Kind wahrnehmen bei 25 Kindern. Der Altersunterschied ist, wenn bei einer alterserweiterten Gruppe wirklich von 1 Jahr weg bis zu 6 Jahren, da gibt es einfach wirklich Unterschiede bei den Kindern in der Entwicklung, weil von den Bedürfnissen, die einen brauchen noch etwas Ruhigeres, die Großen möchten schon gefördert werden für eine Schulvorbildung, also kein schulisches Lernen, sondern einfach die Grundlagen für das Lernen in der Schule schon zu bieten. Und die Kinder wollen Abwechslung, sie wollen, dass gesehen werden, sie wollen ihre Ideen in den Alltag auch übernommen werden, wie zum Beispiel ein Kind kommt und sagt, Andrea, ich habe einen Vulkan gesehen. Und von diesem Vulkan aus starten, und andere Kinder noch kommen noch dazu und dann starten wir ein richtiges Projekt. Dann haben 3-Jährige, 4-Jährige, 5-Jährige wissen dann, wo sind Vulkane? Warum gibt es überhaupt einen Vulkan? Was ist das? Was ist das Rote in der Mitte, dass das Lava ist? Also gerade die Naturwissenschaft hat im Kindergarten ganz viel Platz und das Experimentieren, das Forschen, die Technik kommt dazu. Die Vanessa, die interessiert sich gerade für Medienbildung und begleitet die Kinder damit, was ist das Gute an der Medienbildung, wo sind die Gefahren bei der Medienbildung, also es ist wirklich ein ganz ein breites Umfeld und Wissensfeld, das wir uns aneignen und den Kindern weitergeben. Medienbildung, also als Werbeagenturinhaber muss ich natürlich da jetzt ganz besonders nachfragen, beziehungsweise ich sehe es auch selber einfach sehr wichtig an, dass das frühzeitig der richtige Umgang mit neuen Medien vor allem damit gebracht wird. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie läuft das? Und zwar, man unterscheidet ja die Medien, es sind nicht alle digital, es gibt ja auch die Printmedien und im Kindergarten ist da natürlich das Medium Bilderbücher sehr wichtig für uns. Wir merken auch, dass die digitalen Medien immer mehr zunehmen in den Kindergärten. Es gibt Kindergärten, die haben ein Tablet in der Gruppe. Da kann man, wenn die Kinder neue Informationen haben möchten, kann man mit den Kindern ein Projekt starten und zusammen gemeinsam die Fragen, Antworten suchen. Man kann Videos erstellen oder kreative Beiträge bringen. Genau. Aber man muss es immer abwägen, ob die Medien gut sind oder nicht gut sind und in welchem Ausmaß es konsumiert wird. Das ist natürlich ein Thema, was dann heutzutage sicher sehr viele Eltern ja schon sehr beschäftigt, wie viel ist gut, was ist schlecht. Man kann ja da schwer noch den Überblick behalten von den ganzen digitalen Medien. Aber es ist super, wenn ihr schon mit den Kindern rangeht, die verschiedenen Medien mit dem Bilderbuch. Mit deiner Geschichte vorher von den Vulkanen so fasziniert, ein bisschen sehr interessiert. Jetzt möchte ich den Thomas fragen, aus den praktischen Sachen, was ist denn dir so in Erinnerung geblieben? Also ich möchte einfach eine Geschichte hören, die dir so aus den praktischen in Erinnerung geblieben ist. Ja, also ich freue mich gerade ein bisschen. Ja. Es ist halt immer schön, wenn die Kinder sich für etwas begeistern. Zum Beispiel, ich war mal in einem Kindergarten in der Praxis und der Kindergarten war wenige hundert Meter entfernt von einem Schloss. Okay, für kleine Kinder ist so ein Schloss natürlich wahnsinnig faszinierend. Es ist groß, große Tore.
was auch immer. Und vielleicht haben sie dann auch irgendeinen Film eben durch Medien irgendetwas gesehen, vielleicht durch Ritter oder so. Und da sind wir dann auch darauf gekommen, dass wir da eine ganze Woche zu dem Thema gestaltet haben. Wir haben dann mit den Bausteinen eine Burg gebaut. Und das Schöne war auch, man konnte von der Kindergartengruppe durch das Fenster direkt zum Schloss hinübersehen. Und ja, genau solche Sachen, die aus der Faszination der Kinder entstehen, die sind einfach besonders schön. Und ja, die regen einen dann auch immer selber zum Nachdenken an, okay, wie kann ich jetzt dieses Interesse der Kinder fördern, und das fordert dann auch immer selber heraus, da neue Angebote zu setzen. Und, ja. Und jetzt für dich als Musiker, wie war das dann wirklich musizieren mit den Kindern? Du hast da schon erste Erfahrungen sammeln können, hast du ja mehr vorgespielt, hast du sie schon ein bisschen mitmachen können? Ja, also klassisch auch zu den ganzen Festen und so werden ja auch immer wieder Lieder eingeübt. Das ist der eine Zugang. Der andere Zugang, dass man durch rhythmische Elemente das versucht darzubieten oder auch den Kindern einzelne Instrumente näher bringt. Zum Beispiel haben wir bei einer Geburtstagsfeier immer, dass ein Kind dann das Instrument, zum Beispiel die Gitarre, auch ausprobieren darf. Das Kind, das Geburtstag hat, darf dann mitkommen, nachdem die Geburtstagslieder gespielt worden sind, und auch mal die Gitarre in die Hand nehmen und mit denen experimentieren. Welche Instrumente spielst du? Das hast du uns vorhin noch nicht verraten. Ja, hast du nur gesagt, du hast eine Band, aber... Ich spiele Gitarre, also Gitarre und auch E-Gitarre, Schlagzeug, Klavier und Bass. Also du bist eigentlich die Ein-Mann-Band? Ja. Selbstverständlich. Welche Richtung Musik machst du? Richtung Musik Rock, ein bisschen ausgeweitet, ja, auch Metal. So. Super. Jetzt haben wir das Private ein bisschen. Vanessa, erzähl dir noch gern von dir. Hast du noch irgendeine Erinnerung und spezielles Praxis? Nein, oder bei dir haben wir noch nicht geredet. Welche Stufe bist du jetzt? Bist du auch in der vierten? Oder? Ich besuche derzeit die fünfte Klasse, also heuer ist mein Matura-Jahr. Genau, und ein schönes Erlebnis im Kindergarten. Es gibt ganz viele schöne Momente, ich sage mal so. Und die Arbeit mit Kindern ist natürlich primär das Schönste. Auch die Entwicklungsschritte, die verschiedenen von den Kindern, wie man den Fortschritt sieht, was erleben sie, welche Erfolge, welche Misserfolge. Und da waren wir einmal im Garten und dann ist ca. 50 Meter neben uns eine Baustelle, wo ein Bagger war, ein Kranfahrer, und natürlich war das Interesse und die Faszination bei der Baustelle, und daraus haben wir wirklich ein Projekt, also es wurde wirklich ein Projekt. Wir haben verschiedene Bilderbücher dazu vorbereitet und mit den Kindern auf die Kinder natürlich eingegangen, oder auch generell im Baubereich wurden dann die Konstruktionsblöcke erweitert und die Fahrzeuge, und das war dann wirklich ein sehr großes Projekt, und das ist dann auch immer sehr schön, weil die Kinder sind natürlich mit so einer großen Freude auch dabei, und das ist wirklich das Schöne an unserer Arbeit. Sehr schöne Geschichte von der Baustelle mit den Kindern. Andrea, jetzt möchte ich dich noch fragen, was ist für dich so in deinem täglichen Tun jetzt als Lehrerin, was beflügelt dich, was gibt dir so besondere Motivationsschübe? Für mich ist es so schön, die jungen Damen und Herren und die Erwachsenen zu begleiten in ihrem Weg, wie sie die Kinder begleiten werden. Weil es hat sich in den letzten Jahren so viel getan, gerade in der Elementarpädagogik. Verändert sich das immer wieder. Die Kompetenzen der Kinder werden erweitert. Und da ist es so schön, wenn man sieht, man begleitet die jungen Damen und Herren, und dann haben sie ein Erfolgserlebnis im Kindergarten. Die jungen Kinder sind glücklich, unsere jungen Damen freuen sich, weil das einfach so gut angekommen ist und weil sie gemerkt haben, die Kinder haben einen Lernschritt gemacht, und man merkt auch dann, wie die Rückmeldung der Eltern ist.
Die Eltern freuen sich auch, sie sehen die Schüler, die Schülerinnen von uns in der Einrichtung, sagen, ha, heute ist die Vanessa schon da, heute ist der Dompel schon da. Ja, wunderbar, das ist schön und die Kinder haben eine Freude und sie lernen auch immer wieder was. Es ist einfach dieses Begeistertsein und das ist einfach bei uns die Offenheit und die Kinder zu begeistern, die jungen Erwachsenen zu begeistern und so kann Lernen entstehen. Jetzt muss ich bei euch zwar natürlich auch noch nachfragen. Wir wissen alle selbst aus unserer eigenen Schulzeit noch, dass es nicht immer so leicht war, sich selbst zum Lernen zu motivieren. Der eine hat sich vielleicht leichter, dann der andere schwerer. Was ist bei euch jetzt so? Was gibt euch Kraft da wirklich motiviert daran zu bleiben oder vielleicht späterhin für den Beruf da dran zu bleiben? Thomas? Ich lerne ziemlich leicht, also ja, bin da ziemlich bevorzugt, privilegiert. Genau. Die Motivation auch noch für spätere Leben einfach diese Schule absolviert zu haben, mit der man einfach unendlich viele Chancen dann offen hat. Wir haben die Matura, mit der wir alles studieren können. Wir haben einen festen Beruf, der auch sehr nachgefragt ist. Und auch wenn wir uns nur auf den Beruf des Elementarpädagogen beziehen, gibt es dort sehr viele weitere Möglichkeiten, eben wenn man in Richtung Sonderkindergartenpädagogik geht oder vielleicht auch Elementarpädagogik studieren will. Vanessa, was ist bei dir? Was gibt dir noch die Kraft? Was hast du jetzt genau für eine Kraft für die Matura, für die Anstehende? Also primär, dass ich dann wirklich in den Beruf gehen kann und natürlich mit den Kindern arbeite, meine eigene Gruppe, mein Tagesablauf, das zunächst einmal, aber auch die Kinder, weil ich mir denke, Kinder sind sehr ehrlich, sehr lustig und es ist wirklich jeder Tag im Kindergarten und in den elementaren Einrichtungen sehr spannend und individuell, weil man kann nie sagen, wie die Kinder gelaunt sind, hat es Schnee, so wie heute, oder also man muss das immer irgendwie ein bisschen spontan dann auch entscheiden, weil so wie heute bei diesem Wetter würde man nicht in der Gruppe bleiben, sondern würde mit den Kindern natürlich nach draußen gehen, sie einen Schneemann bauen lassen und das ist das Schöne, dass man nie weiß so wirklich, wie es dann wird am Tag. Und das ist auch so ein bisschen meine Motivation. Man muss jetzt vielleicht noch kurz erklären dazu sagen, wir nehmen jetzt Anfang Februar gerade diese Folge auf. Es schneit draußen in Fetzen, wie man auf Steirisch sagt. Die drei hat jetzt ja schon heute ein besonderes Erlebnis bei der Anreise und hat es ein bisschen länger gebraucht durch die Witterungsverhältnisse. Auch wenn wir das jetzt vielleicht erst ein bisschen später, wenn schon ein bisschen mehr Sonne ist, ausstrahlen, damit jeder weiß, worüber wir gerade sprechen. Jetzt habe ich zum Abschluss haben wir noch zwei Sachen. Also als erstes hätte ich gerne für euch, also euch die Möglichkeit zu bieten, was ihr den Menschen in der Region Murmurtal noch mitgeben wollt. Andrea, fangen wir mal an. Was möchtest du, dass jetzt junge Menschen sind, bereits Erwachsene, was möchtest du den Menschen mitgeben? Ich möchte einfach diese lebenswerte Region Murtal einfach mich bedanken, dass ich da leben darf, weil es einfach eine wunderschöne Region ist, mit wunderbaren Menschen, die hier leben. Und besonders möchte ich mich bedanken bei den vielen, vielen Elementarpädagogen, die mit Herz und mit Begeisterung jeden Tag in der Einrichtung sind, bei den Eltern von diesen Einrichtungen, weil ich habe nur sehr, sehr viele Eltern gesehen, die sehr dankbar sind, dass die Einrichtungen gibt, dass die Kinder so viel lernen dürfen dort, dass die Eltern selbst arbeiten gehen können und wissen, dass die Kinder gut aufbewahrt und gebildet werden. Das ist einfach das Schöne bei uns. Wunderschöne Dankesworte, die man so wunderschön stehen lassen kann. Thomas, was möchtest du vielleicht Gleichaltrigen oder auch Älteren mitgeben? Wenn ich jetzt an vielleicht den Älteren was mitgeben möchte, dann
vielleicht etwas über unser Berufsbild. Und zwar ist noch sehr verankert, dass Kindergartenpädagoge ein relativ einfacher Beruf ist. Und auch, ich glaube, sehr viele nicht wissen, was wirklich hinter dem Beruf steckt. Für viele ist es einfach ein bisschen mitspielen, etwas basteln, aber es steckt halt noch so viel mehr dahinter. Die ganze Theorie, beziehungsweise auch wir müssen die Kinder im Blick haben, wir müssen Beobachtungen durchführen und diese auch hinterlegen. Und dazu natürlich auch die nötige Fachkompetenz aufweisen. Zusätzlich ist der Kindergarten nicht, wie es vielleicht vor 40 Jahren noch war, eine reine Betreuungsinstitution, sondern wirklich eine Bildungsinstitution, wo Vorschulwissen vermittelt wird. Wunderschönes Statement, danke, dass du es ansprichst, weil jeder, der schon mal Kindergeburtstagsparty, vielleicht auch nur mit 7 bis 8 Kindern mitgemacht hat und beaufsichtigt hat, kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, dann ist noch in dieser Gruppe, die noch eigentlich viel größer ist im Kindergarten, einfach zu drauf schauen, was sind jetzt eigentlich pädagogische Needs oder Bedürfnisse der Kinder, wo kann man dann noch ansetzen. Jeder, der das weiß, der wird wohl verstehen, dass es nicht nur ein bisschen spielen und ein bisschen singen und klatschen mit den Kindern ist, um das jetzt böse auszudrücken. Vanessa, was möchtest du denn da mitgeben? Ich möchte mitgeben, dass man das macht, was einen Freude bereitet und Spaß bereitet, auch im späteren Beruf und Berufsalltag, auch wenn man vielleicht eine Schule besucht und dann nicht diesen Beruf ausübt, sondern weiter studiert oder sich weiterbildet. Man sollte immer darauf denken, dass es Spaß machen sollte. Und das ist das Wichtigste, weil wenn man selber mit sich zufrieden ist und Spaß hat, dann kann man natürlich auch das in die Außenwelt tragen. Wenn man selber Spaß hat, das ist natürlich ein schönes Statement. Zum Abschluss machen wir mit unseren Gästen immer so eine kleine Abschlussrunde, wo wir einfach 2 Wörter gegenüberstellen. Ihr sagt dann ganz spontan, was euch mehr zusagt. Ich möchte gerne mit Andrea beginnen, Thomas und dann Vanessa, so reihum bitte. Büro, Einzelbüro oder Gemeinschaftsraum? Gemeinschaftsraum. Einzelbüro. Definitiv Gemeinschaft. Kaffee oder Teepause? Kaffee. Kaffee. Teepause. Online-Konferenzen oder Präsenztermine? Präsenztermine. 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 Gartengießen oder Balkonsitzen? Gartengießen. 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 Zum Abschluss die letzte noch. Das Klimaticket oder die Tankstellenrechnung? Klimaticket. 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 Vielen Dank, dass ihr 3 heute da wart und uns die BAföG Junburg ein bisschen näher gebracht habt mit dem Schulbetrieb, dem Kollegbetrieb. Eine tolle Institution für Elementarpädagogik. Herzlichen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben, dass Sie uns zugehört haben. Wir wünschen noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald.